Danke, Roger, dass ich für ein bisschen extra Knete deine Bude sauber machen darf. Kein Problem, hier sind deine 50 Mäuse, Kleiner. Oh, und ich habe hier noch ein paar alte Sweatshirts und einen Schuh. Den anderen habe ich leider nicht mehr. Willst du das vielleicht trotzdem? Ist doch nett, nehme ich. Los, geht her! Bedeutet, der Pfiff kommt zurück und verpasst mir eine? Ach du meine Güte, was ist denn bloß mit deinem Gesicht passiert? Man hat mich von meinem Zimmer ausgeraubt. Die haben mir die 50 Mäuse von dir geklaut. Oh nein, das ist ja furchtbar. Guck mal, mein neues Armband, das klimpert so schön. Für 50 Mäuse sollte es das auch. Danke, dass du mich nach Hause gebracht hast. Zu zweit ist man viel sicherer. Ach, dafür habe ich keine Zeit mehr. Hühnerfrikassee, Hühnerfrikassee, ade. Oh nein, du bist ja schon wieder ausgeraubt worden. Und beinahe vergewaltigt. Beinahe. Jeff, nimm wenigstens den Roller, um nach Hause zu kommen, und gib richtig Stoff, dann kommst du auch sicher da an. Ist gut. Danke, Roger. Na gut, dann werde ich mir jetzt mal die Hände waschen. War diese Ampel schon immer hier? Hilfe, Rollerdiebstahl! Ab in den Schredder mit ihm. Langsam wird's langweilig, Jeff. Möchtest du, dass ich dich wieder nach Hause bringe? Letztes Mal hat's auch nichts gebracht. Ich hab doch bloß versucht, dem Kleinen zu helfen. Diesmal werde ich ihn vergewaltigen. Du weißt ja, wie das läuft. Wissen Sie, ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als das noch ein sicherer Flur war. Ich brauchte meine Tür nicht abzuschließen. Die Kinder spielten hier, als es schon dunkel war. Ich konnte nach Hause kommen, ohne Angst zu haben. Ich will auch in Zukunft keine Angst mehr haben. Halt die Fresse und gib mir... Aua! Das war jetzt aber echt blöd.